Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 7. Juli 2020. Und unser DAX ist ganz gut rausgesprungen, wurde zumindest außerbörslich recht hochgehoben, ist sogar stark reingestartet, das muss man schon sagen. Also, wir haben hier zumindest auf unserer Zeiteinheit, auf der Zeitintervallbetrachtung auch eine Eröffnung gehabt, die hier knapp um die 97 rumgegangen ist. Wenn man jetzt den Tagesschluss betrachtet, muss man das sogar als rote Tageskerze werten. Das ist schon nicht schön, wenn der Markt diese Übernachtbewegung quasi eigentlich nicht bestätigt bekommt, aber er ist zumindest auch mal nicht brachial runter. Ich fand eigentlich den sogar recht sauber, ne? Also auch wenn man so dran denkt, was wir heute dann in den ersten Mails hier rumgeschickt haben, oben die 8,40, unten 6,95 bis 6,60, das sind eigentlich genau die Punkte gewesen, zwischen denen hier rumgespielt hat, ne? Immer wieder ein bisschen auch ans Eröffnungsniveau rangesprungen. Das war eigentlich okay. Zum Dienstag wäre es jetzt eigentlich üblich, wenn er da nochmal durchsticht, wenn er nochmal nach unten ansticht. Und dann muss ich, wenn es mir schwerfällt, eigentlich sagen, dass dann typisch wäre, dass er direkt hochzieht. Und zwar hochzieht bis locker auch in den Donnerstagnachmittag hinein. Also, das haben die Dienstager, wenn die sich vormittags schön aufgedreht kriegen, nach oben geschoben kriegen, können die gut eine Woche in Schwung bringen halt, ne? Also es ist einfach so, die Mittwoche sind oft die Trendtage, die setzen das fort, was der Dienstag vorbereitet wird. Das sieht man immer wieder, das sieht man ganz viele Wochen. Deswegen, wenn es den DAX jetzt zum Dienstag hier nochmal ein bisschen unter den Montag legen sollte, wäre denkbar, dass es weiterzieht. Sollte jetzt per Aufwärtsgap reinkommen, fände ich es ein bisschen, wüsste ich gar nicht, wie ich es werten soll. Hatte jetzt schon am Vortag gesehen, dass der mit dem Aufwärtsgap nicht so rund richtig umgehen konnte. So ein Aufwärtsgap würde dann jetzt wahrscheinlich an der 800 starten, ne? Also auch über der Vortageskerze. Dann müssen wir schauen, liegt noch im Long Trigger drin halt, ne? Also hat grundsätzlich schon die Chance, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich es werten würde halt, wenn er jetzt erst wieder die ganze Action über die Nacht bringt. Grundsätzlich, er hat, wenn er ansteigt, wenn er Stärke zeigen kann, hier, das ist ihm zum Montag leider nicht gelungen, außer halt dieses kräftige Gap, das ist stärker, ne? Also zumindest hat sie ihn höher gehoben, ne? Kann man jetzt nicht unbedingt schwach werden. Und wenn er jetzt hier wieder sich gefangen kriegt, wieder hochtreiben kann, 12.800, das ist wahrscheinlich schon zum Start dann möglich halt, ne? Also wenn ein Aufwärtscap kommt, dann wahrscheinlich hier. Und dann kann dann bis 13.000 laufen. Ja, und die Option, die hat er zum Dienstag. Sollte das aber wieder vermasseln und wieder zurückgucken, ja, ich fände es nicht unbedingt schick, aber er ist stabil geblieben, er ist hoch gewesen. Das ist schon erstmal so positiv von da. Von der Lage her. Also zumindest die großen Warnsignale nach unten nicht, auch wenn der Tageskorb komisch aussieht. Also die Tageskerze, das ist, man sieht sie hier gar nicht, aber auch auf Tagesebene haben wir den Long Trigger aktiviert gehabt und der treibt weiter hoch. Also auch hier eigentlich ist er auf Kurs halt, ne? Also das muss man nicht schlechter reden, als es ist, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen unglücklich aussieht, was unser DAX da macht. Und natürlich wieder viele Ärger, die jetzt nicht dabei sind, außer die investiert sind. Aber das ist uns so gerade so ein bisschen das Streitthema. Also das ist, glaube ich, ja, es ist das Hauptthema momentan auf unserem Mailverteiler. Die vielen Leute, die jetzt plötzlich wieder ganz überzeugt sind von Buy and Hold, die das jetzt unbedingt wieder machen wollen, mehr forcieren wollen, weniger traden wollen, sagen, ach ja, das Ganze drin rumgeschacher, das bringt mir nichts. Hätte ich einfach nur irgendwelche Aktien gekauft, hätte ich viel besser gelegen. Das ist eine Diskussion, die ich will sie ja gar nicht aufmachen, aber seit wann machen wir den Premium-Dienst? Seit 2017. Und es ist immer wieder das Gleiche. Immer wieder, immer wieder, immer wieder und immer wieder und immer wieder ist es das Gleiche. Das kommt immer oben, kommt die Leute immer alle. Es war zuletzt hier oben ja auch. Halt, nicht hier, Tagesschart. Hier war es wieder blutig geworden, ne, zwischen Buy and Hold und Trader. Das war auch so eine Zone. Hier, das hat sich lange hingezogen. Da haben ganz schön viele geblutet. Gegen angekämpft, gegen Buy and Hold sich gewehrt. Ja, und dann kam auch sowas. Aber das ist nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass es deswegen fallen muss. Ich finde es immer auffällig, dass es immer wieder kommt und dass es immer wieder die gleichen Diskussionen sind. Ne? Also, wir können ja mal hier vom Wochenchart, ich weiß es nicht, der ist ein bisschen jetzt hier außer Form. Vielleicht kriegen wir hier ein bisschen mehr Data rein. Ja, wir kriegen genug Daten rein. Wenn wir mal gucken, hier in dem Drehraum haben wir unseren Premium-Dienst eröffnet. Na, da stand der DAX bei 12.500.
Es ist immer wieder so gewesen, das hat man schon damals dann hier, das ging insbesondere hier los, da haben viele gesagt, ja, ach, und hätte ich einfach das Geld in eine Bayer reingesteckt. Die ist da stark gelaufen, die ist, glaube ich, von 90 auf 110 oder so angesprungen. Gucken Sie sich das Ding jetzt an, steht bei 65. Ne? Und das sind, dann ging es wieder runter, viele Leute sich dann teilweise wieder getrennt, auch hier in der Bewegung sich dann wieder davon getrennt. Auch von Aktienpositionen getrennt, wieder mehr mit Trading beschäftigt. Dann ging das wieder hier hoch. Hier war dann wieder so eine heiße Burner-Zone, wo dann wieder alle. Das ist ja auch, wenn was gut läuft, dann sind die Leute davon überzeugt. Das ist nicht verkehrt. Das ist einfach so halt. Ne? Das ist aber auch immer wieder so. Das ist immer wieder das Gleiche. Sind total überzeugt davon und versuchen quasi andere zu bekehren, dulden dann diese andere Meinung nicht. Das ist immer etwas, mit dem ich mich persönlich schwer tue, weil ich sage, kann ja jeder machen, was er will. Er muss ja nicht hinstehen und sagen, das eine ist falsch und das andere ist richtig, weil in so einem Moment hört man die Leute nicht halt, ne? Die sind dann ruhig, die hörst du nicht mehr. Viele von denen ziehen sich sogar dann zurück, verkaufen hier Aktien, haben auch hier Aktien verkauft und lecken jetzt wieder fett, sagen jetzt wieder, ach, hätte ich doch einfach nur alles gehalten und so weiter und so fort. Ich kann das nur so sagen, hier haben wir angefangen mit Premium-Dienst, DAX war mal drüber, drunter, öfter drunter eigentlich sogar als drüber. Und das jetzt so mal auf die letzten 3,5 Jahre haben wir mit unserer Elisa zumindest mehr Performance geschafft als wie der DAX. So, wenn man dann auch das Glück hat, und das hat man als Privatanleger, dass man sich immer genau die falschen Aktien raussucht und man dann, was weiß ich, eine Bayer im Depot hat, eine Wirecard im Depot hat. Weiß ich nicht, ob man damit Buy and Hold besser gefahren ist. Da gibt es Ansätze, um bessere Aktien zu finden, ohne Frage. Das ist ein legitimer Ansatz, den kann man vertreten. Aber ich finde nicht, dass es gerechtfertigt ist, dass man wirklich alles andere verteufelt. Und momentan, ich werde zugeschüttet Buy and Hold. Ich weiß gar nicht, wie oft wir es heute im Mail-Verteiler und im WhatsApp hatten. Also, weiß nicht, 30, 40 Mal bestimmt. Das ist nicht übertrieben. Also, das ist momentan das Thema überhaupt. Ne? Traden oder Buy and Hold. Und die Meinung geht momentan ganz klar zu Buy and Hold und Shorten. Eh verbrennt man sich nur die Finger und macht man nicht richtig. Das vielleicht einfach mal so ein bisschen, um das Feeling zu bieten. Ich halte das auch bei, auch wenn gestern jemand auch so gesagt hat, es ist kein Platz für Gefühle und es hat hier nichts zu suchen. Da sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, das hat für viele Stunden ein bisschen mehr Wert, wenn ich mir hier ein bisschen aus der Plaudertasche sagen kann und sagen kann, nee, das sieht mir komisch aus. Wir haben auch gesagt, ich glaube, dass der DAX oben raus, weil ich ein ungutes Gefühl dabei hatte, die Leute so drauf waren, habe ich schon gedacht, ich denke, der stänkert uns nochmal oben raus. Was ist gekommen? Er ist oben rausgestänkert. Kann man sich nur sagen, das hat im Video nichts zu tun, oder man kann sagen, okay, nutze ich einfach beim nächsten Mal für mich. Das müssen Sie für sich selber wissen. Ja, das behalte ich aber bei. Das lasse ich mir nicht reinreden. Ich glaube, das ist eins, also Intuition ist eins von den Sachen, die hier wirklich einen Mehrwert einfach auch auf dem Kanal machen. So, also wir fassen nochmal kurz zusammen. Sind noch im Long-Trigger, es sieht stabil aus. Das heißt, er müsste jetzt erstmal das zerhauen. Er müsste wieder unter den Long-Trigger drunter, um negativ zu wehren. Die 6,40 bis, ich sag mal, 5,85 ist schon eine schöne, knackig, sieht schon stabile Zone aus. Also rein aus dem Blick her eher was Long-orientiertes als was Short-orientiertes abzuleiten. Hier könnte man einen Channel liegen, so aus Spaß, ob man vielleicht ihm oben raus da irgendwo einen Deckel auf den Kopf setzen können. Ja, der liegt tatsächlich hier bei 13.000, also das wäre dann sogar noch drinne. Das wäre ganz normale Channel-Bewegung hier. Sollte man ein bisschen mit dem Kopf haben. Also das ist schon noch möglich, wenn er eben weiter oben hintreibt. Ansonsten Dienstag ein bisschen im Auge behalten. Jetzt habe ich meine Linie gelöscht, die ich nicht löschen wollte. Halten Sie den Dienstag ein bisschen im Auge hinsichtlich der Zyklik, ne? So ein Wochentief sage ich schon, so ein Vormittagstief. Ich muss sie kurz pausieren, ich muss mir die Linie reinmachen, das macht mich kürre, jetzt, dass hier eine Linie fehlt. So, es war nämlich auch noch die 640, die hier fehlt. Die ist ja schon recht wichtig, die hat ja schön immer gespielt. Deswegen lassen wir die immer noch mal drinnen. Auch so einfache Marken halt, ne? Die immer wieder gut anspricht. Gut, also. Sie sehen es, mittleres Band. Sie sehen die 6,40. Sie sehen letztes markantes Hoch. Das heißt, es ist von oben gute Unterstützung. Dreht sich der DAX hier in dem Bereich, bleibt hier oben und drückt hier nach oben. Schöne grüne Kerzen, schöne grüne Stundenkerzen. Kann er sich locker noch bis 13.000 schieben. Das ist einfach so. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Wir haben bei 9,25 noch ein offenes Gap. Das kann er schließen auf dem Weg nach oben. Und deswegen würde ich schon sagen, alles, was hier jetzt grün kommt, an grünen Kerzen, was ein bisschen Dominanz und Stärke zeigt. Im Zweifel dann eher Long als Short.
Und unter dem Niveau. Und hier, alles was hier ist, hätte ich schon eher mehr Bedenken, dass wir bis 480 zurück können. Ja, also das hier ist für mich so ein bisschen Vakuumzone. Wir haben zwar hier das Gap, aber pff, da hauen so viele dann Long rein, da rennt er bestimmt durch. Ich würde sogar fast sagen, 640 ist für mich Unterstützung, darunter ist Risiko. Das heißt, alles was über 640 ist, ist erstmal noch Long zu sehen. Alles unter 640, insbesondere wenn er auch zum Nachmittag darunter geht. Da war man, glaube ich, gerade abgestorben wegen meiner Linie hier. Achten Sie auf die Zyklik. Dienstag, wenn die auch zum Nachmittag noch neue Tiefs generieren, laufen die oft ein bisschen tiefer nach unten raus. Ne? Also ein idealer Dienstag macht ein schönes Vormittagstief und zieht dann komplett nach oben durch. Richtig, richtig straff. Dann zieht er den Mittwoch gleich noch mehr nach oben durch. Das wäre wirklich so idealtypisch. Und wenn er zum Nachmittag oder wenn er sich unter der 670 verausgabt, insbesondere auch zum Nachmittag, würde ich ihm schon ein bisschen mehr Spielraum unten geben. Und damit meine ich wirklich 500 bis 480. Das ist so aus der Chartperspektive, würde ich denken, der klatscht dann ein bisschen runter zurück, weil hier wieder alle Long reinballern dann halt, ne? Und natürlich ohne Stopp. Und dann läuft er die durch, bis er sie Körre gemacht kriegt. Und hier unten könnte ich mir vorstellen, dass das eine oder andere, die eine oder andere Synapse sich dann einfach dreht. Ja, momentan sind so alle recht zuversichtlich. Ist aber auch begründet. Starker Markt, aufwärtsgerichtet, Trend intakt. Also wenn hier grün kommt, im Zweifel eher long als short dann. Ne? Also dafür brauchen wir erst wieder ein bisschen Schwäche im Markt, brauchen wieder Unruhe, lange rote Kerzen. Davon ist hier nichts zu sehen. Von daher müssen wir auch das einfach so mal werten, wie wir das sehen halt, ne? Und uns nichts zurecht mogeln und zurechtreden. Auch wenn ich ihn lieber unten hätte, unten sehen würde wollen, aber es ist halt einfach so, ne? Dazu muss er erst wieder ein bisschen Schwäche zeigen. Ne? Dann kann man da auch ein bisschen mehr draufhauen. Aber Stand hier ist das doch schon eher einfach aufwärts. Auch wenn das Sentiment nicht dazu passt oder das Sentiment schon sehr longseitig wirkt momentan. Kann aber auch mal beides zusammenlaufen. Irgendwann hat auch mal das Privatanleger-Sentiment recht. Okay, Freunde, also, das soweit meine Gedanken dazu, meine Meinung, meine Ideen. Die 925 nicht vergessen, ne, wenn er oben raus spottet. Das ist bestimmt so ein Bereich, wo er erstmal gegensteuert dann, ne, wenn alle denken, ah, sie kriegen jetzt ihren Long noch bei 13.000 raus. Dann dreht er erstmal bei 925, läuft wieder 100 Punkte runter und alle denken sich, ach Scheiße, jetzt habe ich meinen Ausstieg verpasst, das ist doch immer Klassiker. Und danach läuft er trotzdem wieder da hoch. Und dann steigen oben alle wieder in den Long rein, den sie dann 100 Punkte tiefer rausgelassen haben und dann dreht er doch wieder nach unten. Also, ne, denken Sie daran, der Markt bewegt sich immer ein bisschen hin und her, rennt nie in eine Richtung nur durch. Und ja, und unten für mich 640 entscheidend. Wir haben dann hier diesen Gap Plus bei 585 noch als Zwischenstation und darunter, also ich sehe das eher mehr als Durchlaufposten. Ja, bis 480 dann tatsächlich. Gut, dann mache ich jetzt hier zu, wünsche Ihnen viel Erfolg, wünsche Ihnen gutes Gelingen. Seien Sie mir nicht böse, wenn ich ein bisschen über dieses Buy and Hold halt. Es ist halt einfach nur, das ist auch nicht, ich will Sie da auch nicht ärgern oder verärgern. Es ist aber. Es hat halt auch ein Risiko und mein Problem ist immer, dass das viele nicht sehen. Die sagen halt, es läuft immer alles nach oben und es kommt immer alles wieder nach oben. Das sind dann meist die, die das noch auch noch nicht zu lange machen, sondern die das nur gelesen haben und woanders gehört haben. Und wenn man sich mit genügend Leuten unterhält, die schon länger Buy and Hold Einsätze fahren und dann auch mal wirklich ehrlich von denen gesagt bekommt, was sie denn tatsächlich im Depot haben, gibt es dann halt echt viele, die so diese ganzen Leichen dann irgendwann drin haben, die das nie rauswerfen halt, die auch nie verkaufen halt und die das immer nur halten. Und dann, es gibt ja viele, gerade wenn mal eine Bereinigung kommt, wenn mal ein Crash kommt oder sowas, dann gibt es ja immer welche, die überproportional fallen. So was wie eine Wirecard zum Beispiel jetzt halt, ne? Die wird auch am Ende in Crash-Opfer aus Corona-Crash, auch wenn es damit jetzt nichts zu tun hatte. Ja, und am Ende, was ist das jetzt hier? Und am Ende, ne, sind das dann Aktien, die halt irgendwann richtig gut rauslaufen und man die vielleicht auch mal den machen
und dann wieder hoch, richtig hochlaufen, ne? Und in dem Moment, wo man aber auch so eine Aktie in so einem Bereich hier nicht verkauft oder so, kein Setup hat und die zu trennen, dann hat man die halt auch noch, wenn irgendwann mal das passieren sollte, so. Und im besten Falle sind die Leute dann halt auch die, die dann hier nochmal nachkaufen und hier nochmal nachkaufen und hier nochmal nachkaufen und dann macht so eine Aktie sowas. Da gibt es unzählige Exemplare von, da gibt es so viele, da können Sie mal diese ganzen Aktien, die 2000, 1999 so stark waren, können Sie sich mal unzählige davon angucken halt, ne? Also ich will jetzt nicht eine Deutsche Bank hier als Primärbeispiel nehmen, aber da gibt es so viele Aktien, die dann teilweise auch wirklich verschwinden, die gar nicht mehr am Markt sind, die dann einfach vom Markt genommen werden, die Aktien. Ne? Und das Ding dann hin. Und dann hat man sich konzentriert auf solche Werte, hat dann zwischenzeitlich sogar das Geld aus den guten Werten verkauft, die weiter so gelaufen sind, und das dann hier reingesteckt. Und das ist halt auch immer sowas, wo ich so sehe, dass die Leute dann halt damit eigentlich auch mehr verlieren, als dass sie gewinnen, obwohl sie immer sagen und das dann vertreten, dass es sowas Gutes. Also, ja, ne? Also sehen Sie auch das Risiko, versuchen Sie da die Position auch ein bisschen zu denken und. Ich glaube, jetzt handle ich mir echt viel Problem. Es ist jedes Mal, wenn ich komme halt zum falschen Zeitpunkt mit sowas. Ne? Die Leute sind viel offener in solchen Momenten drüber nachzudenken und wenn der Markt in so einem Bereich steht, als wenn er hier steht, das will immer keiner hören, wenn ich sowas sage, wenn ich da warne und sage, Mensch, Vorsicht und passt ein bisschen auf und dann vergesst auch nicht, irgendwann einfach mal mitzunehmen halt, ne? Dass man nicht unbedingt dann hier oben noch den letzten Punkt haben will und wirklich noch ums Letzte handeln will und dann schmiert einem so eine Achse halt vollkommen weg halt, ne? Obwohl die Warnsignale dann deutlich da sind und das ist einfach nur das, was ich mitgeben will. Buy and hold heißt halt nicht wirklich auch immer nur behalten, sondern man sollte sich auch wirklich Exit-Szenarien setzen, ne? Und damit es einem nicht so geht, dass man, wenn die dann komplett zerschmiert, zu krass einfach da drin ist halt, ne? Also ich meine, wenn da ein Prozent wegfliegt oder was, das ist ja egal. Ne? Aber die meisten, die ballern dann da so viel rein, verkaufen die guten Aktien und das ist halt. Man muss sich da schon ein bisschen Gedanken machen. Also einfach nur dumpf reinkaufen, das funktioniert in der Phase halt super gut, aber wir wissen alle, das bleibt nicht immer so. Ne? Wird immer Rücksetzer geben und es werden auch immer wieder Rücksetzer kommen, ob diesen Monat, in einem Jahr oder in 2 Jahren, immer kommen. Und wer das nicht lernt, sich auch von solchen Titeln zu trennen, na, der läuft halt Gefahr, dass er irgendwann, wenn so eine Aktie mal diese Bewegung macht, er halt hier auch noch drinne sitzt. Und dann die ganzen Gewinne, die hier eigentlich da waren, nie realisiert hat. Ja, und das will ich einfach zum drüber nachdenken noch mitgeben. Weil es gibt viele so eine Aktien, die halt richtig weggebrochen sind wieder. Oder dann komplett irgendwann runtergenommen worden, aber meilenweit oben lag. Okay, Freunde, also macht, was ihr denkt, macht, was ihr für richtig haltet. Seid großzügig mit denen, die anderen eine andere Meinung haben. Seid tolerant, lasst die ihre andere Meinung haben. Weil mich stört das immer ein bisschen persönlich, wenn man so gegen die anderen Meinungen fightet. Bleibt vernünftig. Macht's mit Vernunft, kann man alles machen. Jeden Ansatz fahren. Für jeden Ansatz gibt es genug Rechtfertigung, sonst gäbe es die Ansätze nicht. Und ja, ich hoffe, ich ernte jetzt hier nicht den Shitsturm schlechthin, aber. Ich hoffe, Sie sehen mir meine gute Absicht nach. Ja, ich mache das nicht, um Sie zu ärgern. Ich sehe halt bloß, da manche halt ein bisschen nicht ins Verderben rennen, aber es ist schlechtes Timing, was viele einfach immer haben. Ne? Die fangen immer genau an der falschen Stelle an, bestimmte Ansätze zu verwerfen und dann zu machen. Also das, was wir hier zeichnen, halt, ne, ist ganz oft so. Hier fangen die Leute an, buy and hold, hier verkaufen sie die Aktien, fangen an mit Hebelprodukten Short zu spielen, ne, damit sie es besser machen können. Dann sitzen sie die ganze Strecke drin, dann fangen sie hier wieder an mit buy and hold und kaufen in den Markt rein. Gucken sich das hier an, kaufen hier vielleicht mal nach, weil sie das beim letzten Mal ja verkehrt gemacht haben, so, und dann läuft der hier und hier unten verkaufen sie wieder und fangen an mit Short-Produkten. Ne, das ist so, es ist halt immer wieder das Gleiche, immer wieder. Und das wirklich seit den letzten 3 Jahren, da ist nicht so viel passiert, ne, wenn wir den Chart hier sehen, es ist ja nicht so viel passiert. Hat sich im Endeffekt auf der Stelle bewegt, aber trotzdem, wenn man so immer mitkriegt, wo die Leute Geld verdienen, es ist halt immer wieder beeindruckend. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo der Chart ist, den wir offen hatten. Aber ich denke, Sie haben noch vor Augen,
Ich würde daher sagen, wir haben mehr Zeit als genug aufgebracht. Genau, hier war der, ne? Das hier am Premium-Dienst gegründet. Und hier steht der DAX jetzt noch. Ja, also auch wenn man sich die Spanne mal anguckt, der war echt weiter unten, als dass er drüber gewesen ist. Ist schon krass, hä? Das ist 3 Jahre her. Es ist eigentlich richtiger Schwachmat, unser DAX. Richtiger Versager. Ne? Also hier ist er 1200 Punkte drüber gewesen. Dann war er hier knapp 2000 tiefer. Dann war er wieder ein bisschen drüber. Und dann, alter Falter. Naja, gut. Okay, alles klar. Muss man sich immer mal wieder ein bisschen bewusst machen. Alles klar. Ich wünsche Ihnen was. Viel Glück, viel gutes Gelingen bei allem dem, was Sie tun. Drücke die Daumen, dass für jeden sein Ansatz hier gut klappt. Aber bitte mit Vernunft und der nötigen Weitsicht agieren. Das kann am Aktienmarkt und generell am Markt niemals schaden. Insofern, ich mache aus. Ciao.